Maschine. Diese Maschine schickt uns auf eine kleine Zeitreise. Wer am Heiligabend im Krippenspiel war, weiß, dass diese Maschine hier im Krippenspiel schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Sie holt uns einmal zurück in den Heiligabend. Letzter Sonntag nach Epiphanias darf man auch mal so weit noch zurückschauen. Bevor wir die Epiphanias-Zeit endgültig verabschieden, wollen wir uns noch einmal erinnern an den Glanz, den wir hatten. Und diese eindrucksvolle Maschine, sie ist eine Zeitmaschine. Diese Zeitmaschine hat in der Krippenspiel eine wichtige Rolle gespielt, denn mit so einer Zeitmaschine kann man, das sagt der Name ja auch schon, in der Zeit beliebig hin und her reisen. Diese Idee ist zuerst von dem Schriftsteller H.G. Wells in seinem 1895 erschienenen Roman Die Zeitmaschine entwickelt worden. Wenn Sie ihn nicht gelesen haben, es gibt 2 bis 3 Verfilmungen. Man kann ihn sich auch als Film anschauen. Aber die Idee der Zeitmaschine ist seitdem in unserer Fantasie, in unserem Science-Fiction-Denken immer wieder fest verankert. Und es ist ja auch eine faszinierende Idee, durch die Zeit reisen zu können. In vielfältigen Varianten wird das durchgespielt in der Literatur und im Film. Und es wäre ja toll, wenn man das könnte, durch die Zeit reisen. Wenn Sie sich jetzt, wie ich hier, in diese Maschine hineinsetzen können, einen dieser Hebel bewegen, sie in Bewegung bringen, die Frage ist, in welche Zeitphase würden Sie sich denn am liebsten hineinversetzen? Ich würde Sie es gerne fragen, ich weiß nicht, wer sich traut, zu sagen, was wäre die Epoche der Menschheit, die Sie mit einer Zeitmaschine gerne aufsuchen könnten, wollten, wenn Sie heute Morgen die Möglichkeit dazu besäßen. Gibt es eine solche Epoche überhaupt? Wovon wären Sie gerne Augenzeuge? Was interessiert Sie brennend an der Epoche, die hinter uns liegt? Ich sehe viel Unentschlossenheit. Gut, dass Sie nicht in die Zeitmaschine hinein müssen. Sie wüssten gar nicht, welches Jahr Sie anwählen. Sie würden wahrscheinlich herumspielen wie der Held in der Zeitmaschine und da landen, wo Sie gar nicht sein wollen. Unsere Zeitmaschine befördert uns natürlich zurück in die Zeit Jesu. Und da hören wir aus dem Predigtext aus 2. Petrus 1. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehr und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Und umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Unser Predigtext schickt uns auf eine solche Zeitreise. Es ist die Zeit Jesu. Augenzeugen sind es, die mit auf dem Berg der Verklärung dabei sind, wenn Jesus in Licht getaucht wird. Hätten Sie sich ausgerechnet diesen Punkt in der Vergangenheit ausgesucht? Wäre das die Zeit gewesen, wo Sie sich mit unserer kleinen Maschine zurückgebeamt hätten? Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich wäre nicht unmittelbar auf die Idee gekommen, ausgerechnet diesen Zeitpunkt im Leben Jesu auszusuchen, um ein Augenzeuge davon zu sein. Dann vielleicht doch eher Weihnachten oder vielleicht eine der großen Augenblicke im Leben Jesu, eine der Heilungen. Ich bin dabei gewesen.
Ich ertappe mich dabei, dass ich in das Alter komme, wie Konfis müssen drunter leiden, dass ich jungen Menschen mit der Augenzeugenschaft meiner Geschichte beeindrucken will. Und in meinem Leben hat sich ja schon einiges Erstaunliches getan. Die Landung auf dem Mond. Ja, ich behaupte, ich habe da als Vierjähriger eine dunkle Erinnerung an das Ereignis im Wohnzimmer, alle vor dem Fernsehgerät. Da ist etwas da. Der Fall der Berliner Mauer, der Fall des Eisernen Vorhangs. Und besonders gerne erzähle ich die Märchen von den frühen Computergeräten, wo man noch mit Kassetten arbeitete, noch mit Floppy-Disks und ähnlichen mysteriösen Dingen, die den Jugendlichen heute alle sehr rätselhaft sind. Wir sind erfüllt von der Wichtigkeit der Ereignisse, in der wir Augenzeugen waren. Und das prägt sich uns besonders ein. Das macht uns zu dem Menschen, der wir sind. Aber wenn wir versuchen, diese Geschichten zu erzählen, mitzuteilen, dann werden die Gesichter der jungen Menschen so merkwürdig abwesend. Da fangen sie schon wieder an zu erzählen von diesen alten Zeiten. Selber kann ich das ja gar nicht miterleben. Kennen Sie das auch, wie die Augen der Jungen plötzlich so abwesend werden, wenn man zurückgreift in ihre eigene Lebensgeschichte? Erfahrung aus zweiter Hand ist irgendwie schal und eben der Reiz, wie der zweite Aufguss von einem Kaffeesatz. Und da nimmt man lieber schon mal sein Smartphone her, um sich die Zeit zu vertreiben, statt solchen Geschichten zuzuhören. Es liegt ein riesiger zeitlicher Abstand zwischen uns und dem Jesusgeschehen. Und wer sich einmal versucht, in diesen Zeitabstand hineinzubewegen, dem kann eigentlich nur der Atem stocken, ob dieser Wucht und Gewalt von 2000 Jahren, die so schier undurchdringlich sind. Bei allem guten Willen und bei allem Bemühen spüren wir, dass wir diese Distanz nicht wirklich überbrücken können. Wäre es nicht viel leichter, wenn wir eine der Augenzeugen wären oder Augenzeuginnen? Wenn wir wenigstens so eine kleine Blindenheilung selbst erlebt hätten? Es haben ja schon ein paar Jahrzehnte gereicht, dass die glaubende Gemeinde schon verunsichert war. Was ist das mit diesem Jesus-Ereignis? Nicht einmal 2000 Jahre waren nötig dazu. Ein paar wenige Jahrzehnte schon und schon ging das große Fragen los. Geschichten aus der Vergangenheit? Das kennen wir ja schließlich auch aus unserem Schönberger Alltag. Da erzählen uns doch Menschen auf der Straße Geschichten, als ob sie selber mit dabei gewesen wären und verbürgen sich mit ihrer Autorität für den Wahrheitsgehalt. Irgendwann muss man dann feststellen, dass sie waren nicht wirklich unmittelbar anwesend, als das passierte, aber sie sind so überzeugt davon, dass das richtig ist. Und so überzeugt ist eben auch unser Briefeschreiber, die Wahrheit des Geschehens, dass er sich traut, als Augenzeuge sich auszugeben. Und Petrus hätte ja wirklich eine Zeitmaschine haben müssen, wenn er dieser Briefeschreiber hätte sein wollen. Denn der Verfasser verrät sich selbst, das will ich Sie doch teilhaben lassen. Er verrät sich selbst an einer Stelle. Er sagt, es gibt ja gar keinen Menschen mehr unter uns, der Jesus persönlich gekannt hat. Der historische Petrus hätte das nie sagen können. Das kann nur jemand sagen, dem die ersten Glaubenszeugen bereits alle schon weggestorben sind. Niemand mehr, der Jesus persönlich erlebt hat. Was heißt das? Ende allen Glaubens. Lassen wir also die Historiker mal ruhig weiterforschen, was an Jesus' Geschichten wirklich Geschichte ist. Wir aber schauen einmal in den Himmel. Wenn wir Glauben suchen, dann ist es immer gut, in den Himmel zu schauen. Und jetzt im Februar ist im Nachthimmel eine ganze Menge los. Wenn Sie glauben, Sie müssen für den Gottesdienst früh aufstehen, dann kann ich Ihnen nur sagen, für den Morgenstern müssen Sie noch viel früher aufstehen. Um 5.30 Uhr ist der Morgenstern vor Sonnenaufgang am Himmel zu sehen. Jetzt im Februar. Im Februar drängt sich viel am Nachthimmel, fast alle Planeten sind da mal sichtbar, aber der Morgenstern ist der hellste aller Sterne. Der Planet Venus ist es, der uns in dieser Jahreszeit den Morgen ankündigt. Ich könnte mich ja entschuldigen und könnte sagen, jetzt bei der Wetterlage mit diesen
grauen Wolken am Himmel, klar, dass man sie nicht sehen kann. Aber ich muss ehrlich gestehen, um diese Uhrzeit bin ich auch noch nicht mit offenen Augen durch die Welt unterwegs. Und so kann auch ich Ihnen nur glaubhaft versichern und berichten, was ich gelesen habe, seit leuchtender Helligkeit ist stärker als die des Mondes, sodass man die Venus gar nicht übersehen kann, wenn sie das Ende der Nacht anzeigt und den Anbruch des Morgens. Der Morgenstern zeigt uns die Wende der Zeit an. Und zwar die Wende in eine Zeit, die direkt vor uns liegt, uns unmittelbar bevorsteht. Er hat seinen Namen Morgenstern eben nicht aus der Zeit, die hinter ihm liegt. Er heißt nicht Nachtstern, sondern er heißt Morgenstern nach der Zeit, die er selber ankündigt und die von ihm, die ihm entgegenkommt. Warum wollen wir uns also immer so sehr an der Vergangenheit orientieren? Warum ist es uns so wahnsinnig wichtig, was gewesen ist? Warum ist die Bestätigung dessen, was wir heute sind, immer wieder nur dann gültig, wenn wir es irgendwie aus der Vergangenheit belegen und beweisen können? Vielleicht ist es eine Schwäche von Menschen, die den größten Teil ihres Lebens schon hinter sich haben, dass sie am liebsten immer zurückgucken. Aber das gelebte Leben kann eigentlich immer nur in den kurzen Augenblick schauen, der genau vor ihm liegt. Christus geht im Herzen als ein Morgenstern auf, wenn dieses Herz die Zeitenwende, die vor ihm liegt, direkt spürt. Wie schön, dass es gerade hinter mir so hell wird an dieser Stelle. Denn so soll es ja auch sein. Aus dem Dunkel der Vergangenheit soll es hell werden in diesem Moment im Herzen. Jesus auf dem Berg der Verklärung wird in Licht getaucht vor dem Moment, bevor er in die Passion eintritt. Er hat also alles andere als eine glänzende Zukunft vor sich. Nach unseren Verhältnissen gemessen keine glänzende Zukunft. Und trotzdem ist es die Zeitenwende, in die er voll Zuversichtlichkeit hineingeht? Ist es die heilvolle Zeit, die unmittelbar vor ihm liegt und er für sich lebt? Warum schauen Sie zurück? Warum schauen wir zurück? Schauen wir doch lieber in den Tag, der heute vor uns liegt. Können wir diesen Tag erwarten als einen heilvollen Tag? Können wir uns vorstellen, dass die nächsten 2, 3, 4 Stunden, die vor uns liegen, solche sind ohne Angst, ohne Bedrängnis, ohne negative Gefühle, ohne die Selbsthinterfragung von mir selbst, ohne mich in Frage stellen zu lassen, sondern einfach zu sein, wie ein Stern ist oder ein Baum ist, froh, ruhend in mir selbst? Schauen Sie in den Osten. Schauen Sie nicht in den Westen, wo die dunkle Nacht ist. Schauen Sie in den Osten, wo sich der Jubel des neuen Tages ankündigt, wo der neue Tag verheißt, dass mit jedem Moment das Licht wächst. Denn so drängt sich uns Gott entgegen, als wachsendes Licht in unserem Herzen, gegen die Nacht des Zweifels und der Angst, die hinter uns liegt. Ein Hilfsmittel dazu wird uns die Bibel sein. Denn die Bibel wird dann zum prophetischen Wort, wenn sie die Farben der frohen Erwartung in uns aufleuchten lassen kann. Die Bibel wird dann prophetisches Wort, wenn wir uns inspirieren lassen, nicht traurig in der Vergangenheit zu leben, sondern Gottes Herrlichkeit genau in dem Augenblick zu erwarten, in dem wir sind. So wie uns ja einleitend gesagt worden ist, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und zwar genau in dem Moment, der unmittelbar vor dir liegt. Seien Sie daher nicht bekümmert, dass Ihnen keine Zeitmaschine zur Verfügung steht. Lassen Sie die Vergangenheit getrost hinter sich. Sie darf ein Wortspiel der Historiker sein. Für uns zum Leben ist sie nicht so entscheidend. Wir brauchen uns nicht von ihr beunruhigen zu lassen. Denn der Augenblick, um den es wirklich geht, der unmittelbar vor uns liegt, dem gehen wir entgegen, auch ohne alle Maschinen. Den dürfen wir erlöst erwarten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.